and this is dubstep. Ja, Freunde, damit herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge von EverQuest Next Landmark. So, wir sind gerade auf der Suche nach einer Höhle und die Frage ist, wo ist der ganze... Ach, da ist er ja, der ganze Schnee. Ich guck gerade hier so, wo ist der ganze Schnee hin? Auch sehr strange, dass hier unten Schnee ist und hier oben einfach schöne grüne Hügel. Ja, das freut uns doch. So, da seht doch mal wieder was. So, wir haben eine Nachricht in unserem... Ah, unser Upkeep-Management. Aha, aha, aha. Oh, 10 Days, das ist toll, das ist ja gut. So, wir können jetzt also für 10 Tage fortzahlen. Apropos, wie lange hält uns das noch? Bis zum 23.12. Torino. Alles klar. Machen wir bis zum 26. So, alles klar, dann gucken wir mal hier. Zack. So, wir waren gerade auf der Suche nach einer Höhle, damit wir Gold finden und andere Edelsteine. Dann brauchen wir noch ganz normale Steine, wir brauchen Holz, wir brauchen alles, was wir kriegen können. Und dann geben wir nichts mehr her, weil wir das alles benötigen für unsere kleine Hütte am Strand. So, jetzt müssen wir ganz schön schauen. Was haben wir denn hier? Ah, Tungsten, alles klar. So, dann hier unten nochmal. Genau. Da ist nochmal was. So. Zacka. Jawoll. Nochmal. Ich bin mir. Also Tungsten scheint hier recht häufig vorzukommen. Da hinten sehen wir auch wieder was direkt. Also hier hinten. Zacka. Das könnten wir nachher eventuell. Da hinten ist noch Amethyst. Auch alles sehr nice. Aber. Augenaufmerk, ich kann damit nicht reden, das Augenmerk liegt gerade auf einer Höhle, so, deutsche Sprache, schwere Sprache, da ist noch was, das nehmen wir noch mit, so, hack mal schneller, Junge, und zacka. Frage ist natürlich, wenn wir uns einfach mal irgendwo so in den Boden graben, wird es wahrscheinlich eh nicht so viel bringen, da man tatsächlich dann eine Höhle benötigt. So, wir sind gerade gleich dann ganz oben auf dem Gipfel und dann müssen wir mal schauen, wo demnächst dann eine Höhle auftauchen sollte, würde, könnte, müsste. Da oben, da ist Amethyst. Dann lag ja noch das Augenmerk auf einer Sichel. Hier sind ganz viele Kräuter. Die müssen wir dann auch irgendwann mal holen, damit wir uns Jute herstellen können. Haben wir ja auch schon besprochen, dass wir uns hier Sitze, Stühle, Betten machen können. So, mal rausgezoomt. Das sieht schon sehr geil aus. Hier gerade so mit dem Hügel und dann noch die Sonne da im Hintergrund. Wahnsinn. Wirklich, also richtig toll. So, aber dennoch vermisse ich immer noch diese Höhle. Wow. Dieser Ausblick, das ist ein richtiges Panorama hier hinten. Wahnsinn. Krass, schön. Und wir surfen mal wieder gegen Abgrund. So, was haben wir, was ist das denn? Ist das was oder ist das einfach nur, das ist glaube ich einfach nur Eis. Oder? Snow und Water. Alles klar. Ja, nehmen wir ein bisschen was mit, ja. Man hat ja ein bisschen Platz im Inventar. Einfach mal in die Tasche gesteckt. Hier auch noch. So. Wie mal Daumen, einfach mal ein bisschen. Zacka. So. Nee, ich dachte schon, hier wäre ein Eingang oder so. Leider nein. Dann gucken wir einfach mal da hinten weiter. Aber das Wolkengebilde, sage ich einfach mal, ist auch sehr nice gemacht. Aber ich sag echt, das Spiel hat dafür, dass es jetzt erst nur Closed Beta ist, schon jetzt verdammt, verdammt, verdammt viel Potenzial. Und ich bin schon wirklich sehr gespannt, was da noch auf uns zukommen wird. Ja, Wahnsinn. Ist da hinten noch irgendwie ein Eingang? Nein, da ist kein Eingang.
Dann nutzen wir mal schön auch noch die Möglichkeit, geschwind hier ein bisschen einen Baum abzuholzen. Nein, ich knusche den Baum ja gerade schon fast. So, jetzt muss nur noch hier einer. Jawohl, so will ich das sehen. Ja, genau, so will ich das sehen, nicht wahr? So, gut. Dann. Hier ist gerade schon wieder ein bisschen dunkler in der Talsenke drinnen. Okay. Dann war da oben was Leuchtendes, oder? Jawohl, hier. Zack. Amethyst. So, und da noch. Mag schon noch ein bisschen hinzoomen, damit man besser sieht. Genau. So, noch das letzte bisschen rausgekratzt. Man will ja nichts verschenken. Ja, ist sauber, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So. Mal wieder schön die Axt ausgerüstet. Haben wir jetzt hier einen Eingang? Das ist die Frage. Ich glaube, es sieht eher schlecht aus. Naja, dann nehmen wir halt mal den großen Mammutbaum hier mit. Ja? So, genau. Birdwood, ah, okay. Ancient. Okay. Mal gespannt, was das für ein Holz ist. Ob wir das schon im Inventar hatten oder ob das jetzt ganz frisch dazugekommen ist. Nö, haben wir schon ein bisschen was. Alles klar. So, haben wir hier unten vielleicht irgendwie eine Höhle, irgendwie sowas Höhlenähnliches? Ja, so ein Vorsprung, wo wir eventuell uns reingraben könnten. Aber, sieht gerade relativ... Das ist, glaube ich, ganz normaler Stein, oder? Ah, das ist sogar dreckgetarnter Stein, interessant. So, dann mal wieder die normale, die Tier 3 Spitzhacke ausgerüstet. Und da haben wir schon wieder ein bisschen Amethyst. So, die Frage ist, jetzt müssen wir ganz schön spickeln. Tungsten. Könnten wir theoretisch, die Frage ist, was brauchen wir hierfür? Weil dann könnten wir nämlich, die herstellen, weil dann würde ich sagen, dann gehen wir nochmal eben und da ist sogar noch Tungsten, so wie es ausschaut, direkt unterm Amethysten. Weil dann würde ich sagen, jetzt haben wir ein bisschen Material für die nächste Pickaxe gesammelt und das mit dem Schatz kapiere ich immer noch nicht. Der zählt mir hoch bis 1000 Meter. Komisch, sind es 2 Kilometer schon. Naja, auch nicht schlecht. So, dann würde ich nämlich vorschlagen, wir haben wahrscheinlich jetzt genug Materialien. Wo sind wir denn überhaupt? Wo ist der Spawnpunkt? Da vorne. Dann laufen wir einfach mal wieder ein bisschen zurück, nehmen noch ein bisschen Holz mit und werden dann unsere Reise eventuell sogar auf einer Tier 3 Welt fortsetzen, damit sich das wenigstens ein bisschen lohnt. Sprich, dass wir ein bisschen Kobalt, Tier 4 Welt wollte ich sagen, dass wir ein bisschen Kobalt bekommen, Gold für die ganzen Leuchtmittel und was der Kuckuck sonst noch alles. So, vielleicht, wir wollten ja eigentlich auch Silber farmen. Die Frage ist, ob es auf nur Tier 4 Welt auch Silber gibt, müsste es theoretisch auch geben. Das ist die andere Frage und Sache. Naja, da vorne sehe ich noch mal was. Oder ob das einfach nur ein Grafikbug war. Oder ob das einfach nur Schnee ist hier. Gucken wir doch direkt mal. Ja, das ist ganz normaler Schnee. Alles klar. Dann haben wir hier Eis. Dann probieren wir das doch einfach mal aus in einer, auf einer Tier 3 Welt. Tier 4. Ich komme nicht mal auf Tier 3. Tier 4. Tier 4. So, Kobalt Pickaxe. Wir haben Tungsten Ingot. Elemental Tungsten haben wir 14, wir benötigen, oh, wir brauchen noch, ne, wir haben 12, wir brauchen auf jeden Fall, wir haben noch,
Wir müssen noch Tungsten finden. Hallo, Tungsten? Ich suche dich. Jawohl. Hier hat er groß hier geschrien, oder? Es ist einfach nur. Nee, passt. Au, 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 au. Falsche Spitzhacke. Wir brauchen Elemental-Tungsten. So, da haben wir schon den ersten. Und kommt noch ein zweiter. Bitte, bitte, kommt noch ein zweiter. Lass mich nicht hängen. Spannend verfolgen wir die Leiste. Nee, wahrscheinlich. Ah, jawohl. Doch, Tatsache, da kam noch einer raus. Der letzte Schlag hat sich erbarmt, mir noch einen zu schenken. So. Dann können wir uns jetzt mal wieder. Dann holen wir hier nochmal geschwind den Baumer. Einfach mal geschwind auf die 3 gewechselt. So, und dann mit den Baum hier knutschen. Und einmal die Axt schwingen. Ganz heimlich unterm Gebüsch. So, jawohl. Dann können wir da oben auch noch mal einen mitnehmen. Und dann läppert sich das so ein bisschen zusammen. Und wenn wir dann wieder zurück sind, haben wir dann natürlich wieder ein bisschen Vorrat. So. Die andere Sache ist natürlich, wenn wir auf der Tier 3 Welt jetzt keine Silbervorkommen finden, müssen wir das wohl oder übel noch mal auf eine Tier. Habe ich schon wieder Tier 3 Welt gesagt? Ich meine Tier 4 Welt. Halleluja. Dann müssen wir wieder auf eine Tier 3 Welt zurückreisen und dann dort noch mal Silber finden und suchen. Also suchen und finden. Aber das kommt dann alles. Oder das stellt sich dann alles jetzt noch raus. So, da ist noch ein bisschen Tungsten. Nehmen wir auf die 2 und kloppen hier mal wieder ein bisschen schön in den Boden rein. So, nehmen wir mit. Und da kam sogar noch ein Elemental-Tungsten raus. Wunderbar. Ein bisschen Dirt und Snow. Dann können wir aus dem Dirt so einen schönen roten, matschigen Boden machen. Wie bei unserem Esszimmer. Hat auf jeden Fall eine gute Farbe. Die Frage ist natürlich, aus Dreck einen roten Boden zu machen, ist wahrscheinlich, ich weiß es nicht, wie man da drauf kommt. Die andere Sache wäre natürlich noch schön, wenn es auch Tiere geben würde. Also auch so Schafe, wo man Wolle bekommen können kann. Kühe, wo man einfach Leder und Fleisch bekommt. Aber gut, ja, Leder, Fleisch, kann man einfach sagen. Und Schweine und Hühner und so weiter. Das wird der ganzen Welt noch ein Touch mehr Leben einhauchen. Da das ist, wir sind ja relativ allein hier unterwegs. Und wenn man hier mal so ein, so, oder so ein, kann man sagen, Schneeleopard oder so findet in den Bergen, wäre auch natürlich sehr geil. Hätte mal wieder ein bisschen was Adventure-mäßiges. Soll ja ein Adventure-Game sein mit Sandbox-Stil, MMORPG-Adventure. Und da wäre das natürlich nochmal deutlich besser. Vielleicht ist es ja geplant, aber wie gesagt, wir sind gerade noch in der Closed-Beta-Version. Dungeons wäre natürlich auch noch sehr geil. Ein bisschen Roleplay-Charakter noch reinbringen. Also wir haben ja unsere Waffen, wir haben unsere Schwerter, wir haben unsere Kampfausrüstungen. Und dann, wenn man da noch eine Dungeon hätte, wäre natürlich das alles sehr geil. So. Aber bis jetzt ist alles auf ein bisschen Minecraft gepimpt. Early Minecraft, also Sandbox, bauen, 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 Spaß haben. Kreativität, der Kreativität einen freien Lauf lassen. Und das machen wir auch. Ich bin zwar jetzt nicht der Profibauer und ich bin auch nicht gut im Zurechtfinden, was hier Orientierung angeht, aber ich könnte eigentlich nur da nach hinten gucken, dann würde ich es auch sehen, aber nein, ich gucke immer wieder wo ganz anders hin. Ja, wo war ich denn stehen geblieben? Hammer, das ist glaube ich hier normales Gras, oder? Ja, da kriegen wir Dirt raus. Ja, wo war ich denn stehen geblieben? Und schon habe ich einen Faden verloren, das ist toll. Genau, Kreativität freien Lauf lassen. Ich bin zwar nicht der größte Bauherr, der größte kreative Kopf, der hier rumläuft. Also gerade so eine krasse China-Bude, wie sie da hinten steht, wie wir sie kennen und gesehen haben, bin ich jetzt nicht. Aber ich denke mal, wir können uns fürs erste Mal Landmark ein schönes, gemütliches Eigenheim zimmern.
Und da freue ich mich schon drauf, auf das fertige Produkt. Und dann geht's ja los mit dem Verbessern, mit dem Erweitern und so weiter und so fort. Und dann wird aus etwas Kleinem, wird etwas ganz Großes irgendwann. Und da freue ich mich schon drauf. So, jetzt zacker, auf, hack mal ab hier. Genau. So, zack und dusch. Dann haben wir den Baum auch. Und dann hier mal auf den Berg geklettert wieder. Und auf jeden Fall eine Silbersichel wird benötigt. Das wäre auf jeden Fall mal eine praktische Investierung. So, mal wieder auf die Num-Taste gedrückt. Um dann seinen W-Finger. Wobei wir als gelernte Zocker müssen eigentlich keine Probleme haben. Der Finger ist gestärkt vom W-Drücken. Ja, einer macht mit Armdrücken mit der ganzen Hand, wir machen es mit dem Finger. Mit dem Mittelfinger. So, zacka. Einen Salto und einmal schön bravourös abgerollt und runtergesurft. Perfekt. So, was haben wir denn hier? Weil es so schön ist. Nö, das ist dann, glaube ich, nur tatsächlich irgendwie so eine... Ja, das ist einfach nur... Amaranthine habe ich gedacht, heißt Tausendschönchen. Wahrscheinlich schreibt man das anders, oder nee, das müsste man so genau so schreiben. Oder habe ich mich wahrscheinlich gerade die ganze Zeit verlesen oder so? Ich weiß es gar nicht. Aber Amaranthine heißt auch irgendwie Tausendschönchen. Kommt mir nämlich gerade, wenn ich es lese. Und wenn ihr die Band Amaranthi kennt... Das Lied Amaranthine, ein sehr geiler Song, jedem zu empfehlen, der Metal hört und liebt. Eine meiner Lieblingsbands, mit gefolgt von natürlich von Shinedown und sogar die neuen In Flames Alben, finde ich auch natürlich sehr geil. Und dann, wenn wir noch dabei sind, ist natürlich Bullet for My Valentine absolut ein Suchtfaktor ohnegleichen. Hören eigentlich Haus und ich suchten Bullet sehr gerne, wenn wir ab und zu mal ein bisschen offline was zocken. Ja, ist dann der Spaßfaktor noch ein bisschen größer. Nur leider, wisst ihr ja, kann man hier in diesen Videos, da es ja kein Stream ist, keine Musik laufen, die geschützt ist, da sonst die GEMA wieder kommt mit ihrem Zeigefinger und sagt, nee, Freundchen, zahlen, keine Urheberrecht und so weiter und so fort. Und dann kommt der Streit. So, und dann ist das Video gesperrt. Muss man alles wieder rausnehmen. Und dann ist mehr Stress als gut dahinter. So, wir bauen hier weiter das Tausendschönchen ab. Und dann ist die Ader hoffentlich mal erschöpft. Der kriegt ja bald hier Muskelkater in den Ärmchen. So. Dusch. Genau. Das muss ich jetzt mal schauen. Amaranthine, a purple stone found on the surface of Tier 2 and Tier 3 Islands. Common Stone. Sehr geil, alles klar. Dann ist es eventuell, bin mal sehr gespannt, was man daraus bauen kann. Wenn ich oder wenn wir nachher wieder heimkommen, in den nächsten paar Folgen hoffentlich. Könnten wir mal eventuell probieren, den Amethysten oben in unsere Wohnung zu bauen. Eventuell wäre das eine sehr interessante Idee. So, ich gehe mal hier rein. So, genau. So. Fliegt uns das Ding vor die Nase, aber egal. So. Machen wir nochmal hier den Dirt weg. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, jetzt gerade, wenn wir hier so ganz alleine in der dunklen Kammer sitzen. Das Netzwerk Mediakraft bietet ja in Verbindung mit einer gewissen Hochschule, Namen habe ich jetzt leider gerade gar nicht parat, den Studiengang zum Beispiel Überbegriff, wie werde ich YouTuber, ja, an. Kostet, glaube ich, 3.000-4.000 Euro pro Semester, also pro halbes Jahr.
und zeigt euch dann oder erklärt euch dann, wie man am besten Videos produziert und YouTuber wird oder so weiter. Aber dann ist halt die Frage natürlich immer, die ich jetzt mir persönlich, also die ich mir gestellt habe und die ihr euch wahrscheinlich auch stellt, wo, also YouTube hat ja eigentlich, ups, wie komme ich so rein? Okay. YouTube hat ja eigentlich aus dem Hobby heraus mal angefangen, ja. Einer hat mal angefangen, Videos hochzuladen, viele haben dann mitgemacht, ist ein großes Hobby draus geworden, viele haben dann angefangen, Geld damit zu verdienen. Aus dem Hobby raus ist es dann entstanden. Und jetzt sagen die Freunde von Mediakraft, man kann da auch so wieder mal das alles kommerzialisieren. Ja, es finde ich die total falsche Einstellung, ganz ehrlich. Tut mir leid, wenn ich das jetzt einfach mal so eiskalt sage. Aber ich meine, die Leidenschaft, ich meine, wenn man lernt, YouTuber zu sein, ja, dann, ich weiß nicht, ich finde es absolut komisch. Ich meine, gut, man lernt auch zum Beispiel Anwalt, Jurist zu sein, man lernt Bäcker zu sein, man lernt Feuerwehrmann zu lernen, man lernt Polizist zu sein, etc. Aber YouTube ist halt gerade noch so ein freies Gefilde, wo sich jeder ausbreiten kann. Jeder seine Videos hochladen kann, jeder sein Gesicht vor die Kamera halten kann, jeder sein Gesabbel aufnehmen kann und hochladen, so wie es wir auch machen hier auf Twilex LP. Dann noch ein bisschen Gaming dazu. Und dann hat man das Video fertig. Macht Spaß, ist geil. Absolut super. So ein geiles Game zu zocken, ein bisschen zu quatschen. Einfach so, frei Schnauze weg. Und dann, wenn man es dann noch drauf zugestimmt wird, die breite Masse anzusprechen, ich meine, hat Vor- und Nachteile, aber wie gesagt, ich meine, das ist einfach, ich finde es falsch, ganz ehrlich. Es ist eine freie, also YouTube ist noch ein Platz, wo man sich frei entfalten kann. Und wenn man das jetzt auch noch so kommerzialisiert wie das Fernsehen und was, wie noch nicht alles, ja, dann ist ein Stück Freiheitsgeschichte YouTube dann auch wieder dahin, ja. Das finde ich ein bisschen schade, ganz ehrlich. So, wir sind gerade wieder am Spawn angelangt und jetzt gucken wir doch einfach mal, was können wir bauen? So, jetzt zeigt mir mal hier geschwind das Ding. Dankeschön. Pile of Amaranthine. Alles klar, kostet 100 der Pile. So, wir wollten noch mal nach einer gewissen Tungsten Pickaxe gucken. So, wir brauchen Pertified Hardwood. Dann müssen wir für dieses müssen wir wieder an den Alchemietisch, so wie ich das richtig in Erinnerung habe. Infused Hardwood, Pertified Hardwood. Na, also wir brauchen, glaube ich, 8. Wir haben Tier 3, wir müssen dann mal da nach hinten laufen. Und vielleicht mal so nach hier. Und dann eventuell mal gucken. Ich weiß nicht, wir brauchen, glaube ich, 8. Haben jetzt gerade, glaube ich, 6 gebaut. Gucken wir nochmal. Tungsten Pickaxe, genau. Dann gehen wir auch mal geschwind noch einmal nach da hinten. Briefkasten checken. Kann ich nicht. Oder muss ich hier? Zack, weg damit. Jetzt geht's. Jawohl. Happy Holidays. Nee, ich habe leider noch keine Ferien, aber Dankeschön. So. Genau. Und dann, während wir noch einmal den Amethyst hier abbauen, verabschiede ich mich auch von euch, von oder aus dieser Folge von Landmark. Und dann sehen wir uns auch gleich wieder in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was, Freunde. Haut rein, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.